Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Jedi Fallen Order. Und wir befinden uns hier gerade auf dem schönen Planeten Bogano. In der letzten Folge sind wir, naja, ich kann es mir irgendwie immer noch nicht erklären, wie wir da gestorben sind. Es war, glaube ich, ein kleiner Bug von Seiten, oh, das ist ein fettes Viech, von Seiten EA bzw. Respawn. Denn, warte, ich kann es euch vielleicht mal kurz zeigen, falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt. Könnt ihr auch gerne mal kurz noch euch reinziehen, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Denn wir wollten von da oben mit dem Seil da runterfahren, dorthin, weil da ist auch ein Meditationspunkt. Da ich wollte einfach kurz, ja, das Ganze speichern. Und ja, unser Protagonist hat sich nicht festgehalten und da sind wir irgendwie runtergefallen. Und dann irgendwie komplett gestorben. Was keinen allzu großen Sinn macht für mich, aber na gut. Lassen wir es dabei, denn wir haben es eh nicht weit von hier, also. Ja, das meine ich. Ich wollte hier runterrutschen, da zu diesem Meditationspunkt. Und leider hat es irgendwie nicht so geklappt, wie ich es wollte. Und wir sind, naja, ganz runtergefallen. Also, wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen dort wieder. Wir müssen da nach oben. Wie geht es? Schaffen wir es überhaupt? Oh, das ist ja dieses große Vieh. Ja, du Süßer. Ja, du kleine Fratzi-Fatz. Das macht keinen Sinn, was ich hier laber, aber na gut. Kann ich an der Seite? Nein, ich kann hier nicht an der Seite. Sorry für die Legs. Alter. Alter. Was geht hier ab? Was ist hier für eine fette Party am Start? Weil man eine richtig fette Party am Start. Uiuiui. So, warte, da können wir wieder nach oben klettern. Aber nein, ich würde ganz gerne ganz nach oben gehen. Geht das irgendwie? Hier? Erwartet uns da irgendwas? Komm. Uiuiui. Da. Hier geht's hoch. Erstmal schön hochklettern. Und ich entschuldige mich wieder für die. Oh, ich kletter doch ganz hoch. Warum leckt es eigentlich so hart? Ah, oh ne, wir müssen schon wieder die ganzen Kisten, glaube ich, öffnen. Korund, ja. Wir müssen, glaube ich, nochmal die ganzen Kisten, die wir in der letzten Folge geöffnet haben, gefunden haben. Auch die ganzen Machtechos, glaube ich, nochmal uns gönnen, nochmal finden. In Zwischenzeit würde ich gerne nochmal hier kurz auf die Einstellung gehen. Ich weiß, vielleicht nicht besonders optimal, aber es leckt ein bisschen. Dann fahren wir hier mal kurz runter. Dort ist auch irgendwas. Warte mal, ich würde mir jetzt gerne mal anschauen, weil da waren wir ja noch nicht. Sieht anders aus. Hä? Ja, was ist? Willst du wieder zurück? Ja, warte doch kurz. Ich will mir das mal hier kurz anschauen. Wie er hier teleportiert ist. Ich will mir das mal kurz anschauen. So. Okay, wir waren da unten ja schon. Da, drüben ist eine Kiste. Können wir da rüber? Hier. Können wir doch safe jetzt rüber. Okay, wie hat der uns eigentlich gerade Damage zugefügt? Hat sie aber überhaupt gar nicht berührt? Ich öffne das mal. Hey BD, was ist das? Hey, Mann, hast du überhaupt Spaß gar da drin? Nicht. Wien und Gerechtigkeit 2. Alter, wir entdecken hier komplett neues Neuland. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt hier eigentlich weitergehen und das Ganze erkunden? Oder sollten wir zu unserem Ziel hin? Ich würde einfach mal sagen, komm, lassen wir die Mission voranschreiten. Wir können ja im Nachhinein hier das Ganze nochmal uns anschauen, was hier so alles finden gibt. Ah, wir sind von da. Warte, kann ich da wieder hoch? Ja, kann ich. Geil. Oh nö. Hey, du warst ja letztes Mal nicht da. Also, letztes Mal meine ich in der letzten Folge. In der zweiten Folge war er schon hier da. Warte, ich versuche einfach hier so an der Seite an dem vorbeizugehen. Nein, nein, nein. Du kennst mich nicht. Klingt jetzt komisch, aber ich glaube, es ist das Astrium. Je näher wir dem Gewölbe kommen, desto stärker wird es. Ja. Vorsicht, Kumpel, wir wissen nicht, wie das Ding funktioniert. Hm. Ah, das ist ein Planet da. Ja, das ist ein Planet. Okay, ich würde dann sagen, klettern wir hier hoch, wieder auf ein neues. Wir haben einen Meditationspunkt, den würde ich mir jetzt einfach mal gönnen. Hätten wir auch eigentlich in der letzten Folge machen können, aber ich wusste nicht, was da jetzt eigentlich so passieren würde. Ich dachte, vielleicht wenn wir uns nah genug an diesen Ort nähern, da würde irgendwie so eine Cutscene passieren und ja. Ich wollte es eigentlich jetzt in dieser Folge vollends ausnutzen. Ich schaue nochmal hier hinten nach, hier war ja ein Machtecho, soweit ich das weiß. Soweit ich mich noch daran erinnern kann, was haben wir hier? Scannen.
irgendwelche weiteren Schriften. Lass mal sehen. Inschriften. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier los, BD. Wieder rein, quetschen uns durch. Okay, hier waren wir schon das letzte Mal. Hier haben wir ja BD-1. Naja, hier haben wir nicht BD-1 getroffen. Hier haben wir diesen Meister da getroffen. Interagieren. So, das Astrium. Kommen wir jetzt zu Holocron. Wahnsinn. Das Gewölbe selbst ist wie ein riesiges Holocron. Ja. Was ist mit der Wand? Alter, die ist sich bewegt. Ja, sehen wir nach. Alter, geil. Okay. Dann würde man sagen, geh mal hier durch. Ah, das ist ein, sowas wie ein Spiegel. Interagieren. Ein komischer Spiegel. What the fuck? Okay, Zephos. Ich glaube, die leben. Wir schauen uns an. Nein, tun die nicht. Ah, die bewegen sich. Okay. Diese Chronik unserer Zivilisation ist für die Nachwelt gedacht. Trotz Weisheit und Fortschritt stehen wir vor der Ausrottung. Oh, schon prächtige Kreaturen, diese Zephos. Dogmen ließen uns das Gleichgewicht verlieren. Und langsam hat unser Stolz uns korrumpiert. Hä? Stopp, der wird uns jetzt das Hologramm geben. Wird er eigentlich hier noch irgendwie so eine Mission auf uns warten? Oder geben die, wissen die, wer wir sind und so? Und geben uns einfach so das Hologramm. Das ist halt schon eine mächtige Waffe. Da ist die Liste von allen machtbegabten Kindern drauf. Je mehr Kontrolle wir anstrebten, desto näher kam der Untergang. Ich führe den Rest meines Volkes ins große Unbekannte. Frieden, dies ist unsere große Hoffnung. Okay. Frieden. Oh, hier ist Holocron. Ich werde Sie die Wege der Macht lehren. Meister Kestis? Wir werden mit dem Aufwärmen beginnen. Was ist die Macht? Versammelt euch alle. Meister Kestis? Glaubt ihr, das Imperium findet uns? Oh, geil, eine Vision von uns, wie die neue Generation von Jedis trainieren. Das will ich mir mal kurz anschauen. Der hält aber nichts in der Hand. Okay, wir sind komplett... Na, doch nicht komplett verschwommen. Wann haben wir denn hier eigentlich? Ich frage mich, bekommen wir eigentlich auch so ein Gewand? So ein typisches Jedi-Gewand? Oder werden wir hier weiterhin in so einem Poncho rumlaufen? Weil ich fände das schon so geil, so ein klassisches Jedi-Outfit tragen zu können. Fände ich geil. Okay, dann gehen wir hier noch hoch. Müssen wir hier hochklettern. Die Vision ist ein bisschen komisch, aber na gut. Oh, jetzt wird's ein bisschen hoch. Das Imperium! Die Inquisitoren sind hier! Meister, sollen wir kämpfen? Okay, es zeigt uns gefühlt die Zukunft, glaube ich. Oder was passieren könnte. Wenn wir das Holocron jetzt und an sie, ja halt so, an uns nehmen. Weitergehen! Passt auf euch auf! Eine mögliche Zukunft, was vielleicht passieren könnte, ja? Dass einfach das Imperium uns angreift. Was haben wir hier, soweit ist? Jünglinge fangen, den Rest umlegen! Was? Schnell, weiterfeuern! Wer ist denn das eigentlich? Okay. Und das ist halt mein Schüler. Zukünftiger Schüler vielleicht.
Kann ich irgendwie... Ne, kann ich nicht. Ich kann die nicht angreifen. Oh. Sucht weiter. Sie können nicht weit sein. Okay, die verstecken sich. Ziel gesichtet. Hilft mir, Meister Kestis. Rücke vor. Oh ne, weh, tötet ihn. Oh shit. Ausschwärmen, da sind noch mehr. Ja, Sir. Du kannst dich nicht verstecken. Hab ich dich. Ah. Ach nö, die haben ihn getötet. Ich weiß nicht, wer du bist. Aber ich werde dich töten. Wenn ich dich sehen werde. Tatsächlich, wenn ich irgendwann so einen Trupp hier sehen werde, ich werde den töten. Was machst du hier mit meinem Schüler? Mit meinem zukünftigen Schüler? Das geht so nicht. Nein, nein, nein. Sowas macht man nicht. Das darf nur Anakin, ja? Die sind weg. Das darf nur Anakin. Er darf nur die Jünglinge töten. Oh, hier. Holocron. Wurde auch dort nicht. Cal Kestis. Ergib dich, dann verschonen wir vielleicht die Jüngsten. Ganz recht. Auf die Knie. Naja, ich würde gerne gegen die kämpfen. Niemals aufgeben. Okay. Sind die gefangen? Ja, die sind gefangen. Was passiert mit uns? Meister Kestis, warum? Was warum? Ich will heim. Was passiert mit dem? War das so eine Foltermaschine? Ist ja so ähnlich wie in Star Wars 7. So eine ähnliche Maschine ist dort auch. Okay. Was? Oh. What? What the fuck? Wir sind ein Inquisitor. Wie es aussieht. Alter. Huhuhu. Geil. Hohohoho. Und Doppelklinglichtschwert. Alter. Geile Scheiße. Alter. Ja, so würde ich auch gerne spielen. Warte, und... Wow. Respekt. Interagieren. Okay, komm. Gehen wir jetzt hier wieder zum Zentrum. Mal schauen, was passiert. Okay, das Holocron ist hier. Das ist jetzt das echte? Hatte schon befürchtet, dich hier zu sehen. Oh, wie ungewöhnlich vorausschauend von dir, Padawan. Ich dachte, deine größte Tugend wäre deine Sturheit, wenn du von
einem Debakel ins nächste stolperst. Dann war es wohl ein Fehler, mich auf Bracca nicht zu töten. Das war Mitleid. Was ist schon ein kleiner Padawan gegen einen Preis, der mir die Gunst des Imperators verschafft? Und du glaubst, ich lasse dich mit dem Holocron entkommen? Aber natürlich nicht. Wir haben beide unseren Stolz. Aber dein Stolz hat das Leben so vieler machtbegabter Kinder auf dieser Liste gekostet. Und jetzt auch dein Leben. Wie du gesagt hast, ich bin sehr stur. Geiler Fight, geiler Fight. Jetzt können wir was erleben. Oder kann die was erleben? So viel Angst. Hat Ciel dich nicht trainiert? Wage es nicht, ihren Namen zu erwähnen. Immer noch auf der Flucht? Nö. Du wirst nicht mehr lange stehen. Hä? Ich hab doch Kreis gedrückt, okay. Technik. Du blutest wie alle anderen. Okay, warte. Kann nicht sein. Okay. Nein! Meine Arbeit hier ist getan. Okay, wartet mal. Ich muss es jetzt wirklich besser angehen. Besser taktischer. Das kann so nicht sein. Das ist mal ernsthaft. Wir haben ja kläglich ins Klo gegriffen. Kläglich gescheitert. Okay, warte. Ein bisschen konzentrieren, okay? Ich muss mich jetzt wirklich ein bisschen konzentrieren. Das ist ein bisschen so ohne Plan. Ich glaube, das haben wir noch gesehen. Ich glaube, ich soll vielleicht besser nur mit einer Klinge. Einer Klinge ist, glaube ich, viel besser. Ich habe schon viel Schlimmeres ertragen. Nee, leider nicht. B, komm, Katze. Oh, sicker Move. Nein. Bleib stark in der Macht. Oh, sei vorsichtig. Es kommt direkt aus der Hölle. Hä? Das Lichtschwert. Geht nicht. Wir dürfen uns nicht trennen. Bleiben wir zusammen. Nein. Ich locke sie weg und kehre dann auf einem anderen Weg zurück. Bleib bei den Jünglingen, Trilla. Möge die Macht mit dir sein. Meisterin, bitte geht nicht! Trilla, was wird jetzt passieren? Alles okay. Alles okay. Eine Backstory. Oh. Foltermaschine. Oh.
Und sie ist weg. Eine Inquisitorin wird geboren. Das Ding ist halt, die muss ja irgendwie hierher gekommen sein, mit irgendeinem Schiff oder so. Als ob die das nicht gesehen haben. Die könnten mich schon ruhig irgendwie, keine Ahnung, informieren, dass hier irgendwie ein imperiales Schiff kommt oder halt irgendwas. Die muss ja irgendwie hergekommen sein. Hier sind wir nicht hergekommen, glaube ich, oder? Oder doch, doch, doch. Ja, immerhin haben wir jetzt ihr Lichtschwert. Bringt irgendwie uns nicht viel, weil, ja, jetzt haben wir die Liste mit den Jünglingen verloren. Ja gut, die müssen wir jetzt irgendwie wieder zurückbekommen. Hoffentlich schaffen wir das. Ich glaube, das ist jetzt weiterer Teil der Mission. Alter, warten da viele Sturmtruppen auf uns. Die Mantis steht da immer noch. Ist hier sonst noch irgendwas? Okay, nee. Ja, jetzt heißt es wieder Weg durchkämpfen. Kann ich auch das andere Lichtschwert? Ja, soll ich ein anderer abknallen lassen? Weiter Druck machen! Schießt auf den Feind! Ich muss nachladen! Volltreffer! Was für ein Volltreffer? Hör, wo ist das Monster? Alter! So. Der ist mal tot. Ah, das ging schnell. Ich hab keine Zeit auf euch. Ich höre niemals auf. Bringen wir es zu Ende. Okay. Dann haben wir die jetzt auch fertig gemacht. Was liegt denn hier? Ah, okay, nichts Besonderes. Dann gehen wir hier runter. Kann ich irgendwas aktivieren? Nee, kann ich nicht. Einfach hier entlang laufen. Aber man sieht das Lichtschwert von der nicht. Ist irgendwie ein bisschen weg. Gebuggt. Hier weiter ein Punkt zum Meditieren. Nutzen wir den einfach mal. Ausruhen. Da würde ich auch mal kurz auf die Map schauen, um zu sehen, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Müssen wir jetzt eigentlich zurück zur Mantis oder hier? Ja, okay, wir müssen zurück zur Mantis. Dann kann ich wieder gönnen. Da haben wir das letzte Mal. Wo da würde ich eigentlich jetzt gerne hin? Ich würde da gerne jetzt durchkommen. Obwohl, warte. Ich kann halt nur eins. Kann nur eins verlangsamen. Das macht nichts. Mal. Was ist das für ein Ort? So, jetzt sind wir hier durch. Ich glaube, wie viele hier Ventilatoren sind. Okay, wo können wir hier hin? Oh! Ja. Pech gehabt, würde ich mal sagen. Wie kommen wir da jetzt eigentlich rüber? Echo wahrnehmen. Was bekommen wir jetzt? Maximal Macht erhöht. Der Jedi hat an diesem Ort die Kugel studiert. Ich fühle immer noch seine Aufregung. Forschungsnotizen. Ah, hier können wir jetzt das Ding ausmachen. Finde ich gut. Warum gehen eigentlich die anderen Dinger nicht aus? Irgendwie suboptimal. Egal, Hauptsache haben wir das. Kann ich hier irgendwie runtertauchen? Nee, kann ich nicht. Hier gibt's nichts. Ja, dann kann man sie nicht dranhängen. Ich würde da gerne hoch. Na, geht nicht. Ah, der hängt ziemlich dran. Na gut, ich würde einfach sagen, ich stoppe das und das und gehe dann einfach hier vorbei. Wo geht man hier hin? Entlang. Warte, das will ich mir auch nochmal anschauen. Diese Musik. Das ist ein bisschen funny. Was haben wir hier hinten? Nichts. Einfach nichts. Ich weiß, es gibt einen viel einfacheren Weg zurück zur Mantis, aber ich will hier einfach entlang gehen. Aber mir das Ganze mal anschauen. Was wir hier so haben. Das Ding riecht wahrscheinlich schlimmer als Grease. Alter.
brauche Unterstützung! Ui. Alter, Alter! Warte mal kurz. Hä? Du kennst mich kurz nicht, okay? Wirf mir ein Stim zu! Ich will mich nur kurz regenerieren. So, da haben wir den. Ogdo Bogdo besiegt. Bekommen wir hier was Tolles, Schönes. Eine Kiste. Die öffnen wir erst einmal. Öffnen. Auf geht's. Und was haben wir? Neues Punch-Material erhalten. Sumi. Nicht euer Ernst, oder? Nein, Alter, das zieht doch nicht an. Das kann ich nicht anziehen. Da lachen mich doch die Sturmtruppen alle aus. Der arme Bogling ist tot. Wollte er seine Familie schützen? Das geht doch nicht. Bogling Kadaver. Oh, der ist weg. Ja, schade. Würde ich da mal sagen. Kann ich da irgendwie hochklettern? Ja. Negativ. Vielleicht geht's hier ja zu Mantis. Da sieht gut aus. Oh! Viel zu gut aus. Sonst noch wer? Nee, sieht nicht danach aus. Ich einfach hier mal kurz rüberspringen. Bin ich der Einzige, der hier kämpft? Treff ihn endlich! Kann ich an ihm dranbleiben? Ich ziehe! Alles klar! Ich muss mich nur konzentrieren! So, da haben wir wieder ein weiteres Problem weniger. Und hier geht's auch wieder zurück zu Mantis. Obwohl, nee, doch schon, aber ich kann da nicht überspringen. Ich muss hier runter. Leute, ich bin wieder back. Habt ihr mich vermisst? Ich habe auch überlebt. Ich bringe aber leider kein Holocron mit. Tut mir leid. Dafür habe ich aber das Lichtschwert von deiner ehemaligen Padawan-Schülerin, Siri. Seer. Seer. Ich habe gesehen, was geschehen ist. Zwischen euch und Thriller. Was ihr durchgemacht habt. Es tut mir leid. Ich war arrogant und echt dämlich. Ich habe nie verstanden, was ihr durchgemacht habt. Sie hatte ein Holocron. Ich weiß nur nicht, wo sie hin will. Ich bin verantwortlich für den Weg, den Triller verfolgt. Und was sie als nächstes tut, ist die Quittung für all meine Fehler, Kerl. Unsere Fehler sind Vergangenheit. Wir sind alle verantwortlich. Und was wir als nächstes tun, ist das Wichtige. Das habt ihr mich gelehrt. Du hast recht. Ich weiß, wohin sie will. Zu einer Festung. Dorthin bringen sie Jedi. Die Inquisitoren kommen von diesem Ort. Dort regiert Folter. Es ist der Ausgang meiner Flucht. Hätte nie gedacht, dass ich zurückkehren würde. Ihr geht aber nicht allein. Ihr habt einen Freund bei euch. Nein. Ich habe einen Jedi bei mir. Kniet nieder. This is where the fun begins. Gemäß dem Recht des Rates, nach dem Willen der Macht, Cal Kestis. Steh auf, Jedi-Ritter.
Du bist bereit. So wie ihr. Alter, habt ihr gerade diese Musik gehört? Boah, Gänsehaut. Die Star Wars Musik, die sonst immer da läuft, wenn, boah, wenn die zwei Sonnen auf Tatooine gezeigt werden. Inquisitorenfestung, Reiseziel. Zu ruhig. Und, Leute, wir sind Jedi. Endlich, kein Padawan mehr. Infiltriere die Inquisitorenfestung. Alter, geil. Leute, wir sind endlich Jedi, kein Padawan mehr. Was geht so? Ja, hast du schon mal gesagt. Was, Grease? Nur hinter Glas. Die Natur ist auch kein Fan von mir. Ja, das weiß ich. Bin gleich wieder da. Ich will einfach nur kurz hier meditieren und schauen, was wir hier auf Burgano bekommen. Denn wir haben ja irgendeine neue Farbe bekommen. Halt nicht Lichtschwertfarbe, sondern halt, glaube ich, die Farbe für die Klinge. Was heißt für die Klinge? Halt für diesen Griff da. Ich will jetzt eigentlich hier nichts ganz Großes daran ändern, weil ich mag das, so wie es jetzt ist. Sieht toll aus. Aber warte, wo haben wir das bekommen? Nein, ich glaube bei Material. Ja, Korot. Alter. Nee. Da lassen wir schon bei diesem Goldigen her. Gefällt mir sehr. Und somit sind wir fertig. Ich würde sagen, da gehen wir dann in der nächsten Folge. Ich glaube, das wird auch dann unsere letzte Mission sein. Glaube ich. Befürchte ich auch. Was schade ist. Ich mag das Spiel wirklich sehr. Es finde ich schade, dass es schon so zu Ende geht. Konzentrier dich auf deine Mission. Ja, tue ich. Finde ich wirklich schade, dass es so langsam vorübergeht. Was heißt hier vorübergeht? Wenn wir jetzt hier das Ganze durchspielen, wir haben natürlich dann immer noch nicht 100%. Da würde ich natürlich auch noch ein paar Folgen dazu halt machen, falls ihr es wollt. Ich habe eigentlich übelst Bock drauf. So halt wirklich jetzt alles hier, überall alle Welten auf 100% zu machen. Halt, um wirklich alles bekommen zu haben. Aber gut, das ist ja ein Problem. Oder was heißt hier Problem? Das ist halt eine Aufgabe, die wir in nicht dieser Folge machen werden, auch bestimmt nicht in der nächsten Folge. Wobei ich aber, glaube ich, mir sicher bin, obwohl ich weiß halt nicht, wie lange es da gehen wird, wie lange ich brauchen werde, dass vielleicht schon die nächste Folge die letzte Folge in Sachen Mission sein wird, in Sachen, hier diese Hauptmission. Denn ja, ich würde mal sagen, das wär's für diese Folge hier. Wir haben gegen die Second Sister, glaube ich, schon zum mittlerweile dritten Mal gekämpft. Jedes Mal beim dritten Mal, so gegen Hälfte des Lebens, also so bei Hälfte des Lebens war, haben wir ein Cutscene bekommen, Konnten nicht ganz zu Ende kämpfen. Vielleicht wird sich das in der nächsten Folge ändern. Da werden wir bestimmt zu 100% nochmal gegen die kämpfen müssen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Alles Weitere dann in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Falls euch noch diese Folge gefallen hat, dann lasst auch wirklich ziemlich gerne eine positive Bewertung da. Falls ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, dann lasst auch gerne ein Abo da. Dann würde ich auch mal sagen, verabschieden wir uns hier von der voraussichtlich vorletzten Folge. Ich weiß noch nicht. Und möge die Macht mit euch sein. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Boom.